Oh yeah. Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Mithörner und Mithörnerinnen. Recht herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Wochenende liegt hinter uns. Ich hoffe, ihr wart fleißig, denn bei der Krone turnen wir auch Samstag und Sonntags. Und jetzt meine Frage an euch: Wie geht's euch? Ja, geht's euch gut? Das ist super. So soll es sein. Das Handy habe ich heute nie in der Hand, also nicht in der Hand, weil wir ein Utensil benötigen, sondern möchte noch kurz was vorlesen. Es ist eines von vielen Schreiben, das euch auch motivieren sollte, vor allem für die, die überlegen, soll ich nicht. Ja. Lieber Philipp, vor 2 Jahren stand ich kurz vor einer Schulter-OP. Zu selben Zeiten haben meine Frau und ich begonnen, bei dir zu turnen. Kaum zu glauben, es wurde immer besser. Und es stellte sich dann heraus, dass ich keine OP mehr benötige. Meine Schulter ist heute ausschließlich durch dein Training zu 95% wieder in Ordnung. Also ihr seht, Bewegung kann wirklich sehr viel. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema. Es spricht bei unserer ersten Übung, die heute wie folgt startet. Das heißt, wir steigen einmal rechts vor, links vor, rechts rück, links rück. 1, 2, 3, 4 und wieder vor. 1, 2, 3, 4. Die, die es können, machen es gleich in ihrer Geschwindigkeit, Bewegungsgröße. Ich zeige es jetzt nochmal für die Einsteiger her. Zack, und dann kann ich schon. 1, 2, 3, 4 und 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 wieder. 1, 2, 3, 4. Genau, schwungvoll geht es dann in den Montag. Ja, und wie gesagt, das ist halt, was Bewegung alles kann oder bewirken kann. Ja? Es ist unglaublich. Es gibt viele, die mir schreiben, dass es ihnen wesentlich besser geht. Also für alle, die noch überlegen, würde ich sagen, Zeit zum Einsteigen. Und wieder. Ja. Und wieder vor. Zack. Und Achtung, wir kommen zur Mitte. Jetzt wechseln wir mal die Richtung, okay? Das heißt, links vor, links rück, links rück, rechts rück. 1, 2, 3, 4, bram. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, super. Und auch da kann ich wieder mein Tempo aufnehmen. Jawohl. Gleich ein bisschen was Koordinatives. Und den Kreislauf bringen wir auch in Schwung. Sehr schön. Da und da. Vorseite, Rückkehr. Fast ein bisschen wie beim Tanzen, aber nur fast ein bisschen. Ja. Und wir kommen zur Mitte. So, nächster Schritt. Wir bleiben gleich in der Dynamik. Ja, und zwar skaten wir. Das heißt, kann mich gerne nur festhalten. 1, 2. Das ist meine Bewegung, ja, für die Einsteiger. Fortgeschrittene werden da größer. Ja, werden da größer. Da nach hinten. Und die Profis, die können hier richtig von der einen zur anderen Seite praktisch springen und dann nochmal versuchen, die Position zu halten. Ja, auch für die Einsteiger, ja, die es nur so machen. Kann man probieren einmal. Zack. Ja, kurz einmal halten die Position. Oder wenn ich größer bin, genauso. 1, 2. Da. Genau. Und dann wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Da können die Arme mitgehen. Wie gesagt, wie beim Skaten mit den, ja, Rollschuhen oder mit den Eislaufschuhen, was auch immer, mit den Skates. Und wir versuchen, das Tempo etwas zu erhöhen. Geh mal, komm, komm, komm. Tempo erhöhen. Ja. Jeder für sich. Bitte weitermachen. Eure Geschwindigkeit, Einsteiger, machen es langsam. Wenn ihr merkt, okay, mit der Luft, das geht doch nicht so. Ja? Kurze Pause oder kleiner werden. Aber wichtig ist, raus aus der Komfortzone. Und wieder versuchen, zack, noch einmal zu halten. 1, halten, an rüber, halten, super, halten. Jawohl, genau, sehr gut. So,
Kreislauf ist in Schwung oder aufrechte Körperhaltung, Lächeln aufsetzen. Gut, weiter geht's. Und zwar Sprunggelenksmobilisation, ein Bein gut verwurzeln, ich nehme das linke, löse aus und beginne jetzt hier einen liegenden Achter zu zeichnen. Den kann in eine Richtung machen, aber dann natürlich auch die Richtung wechseln. Da sind wir. Bleibt euch überlassen, kann man wieder den Richtungswechsel einfließen lassen. Sehr gut. So, wir wechseln. Anderes Bein. Ja. Ebenfalls gut verwurzeln, zack. Und auch da beginnen. Und weil ich sage, diesen inneren Schweinehund. Zum Beispiel heute gerade mit einem lieben Bekannten, mit dem Peter, telefoniert, der sich mit der Luft ein bisschen schwer tut und ja, es ist so zart, es geht nicht. Wir wechseln die Richtung und dann hat er immer irgendwelche Ausreden. Und dann habe ich gesagt, Peter, du machst das nur für dich. Ja, ich weiß, ich werde jetzt eh wieder. Also, inneren Schweinehund überwinden. Ihr macht es nur für euch. So, hoppala. Gut, Beinwechsel. Jetzt nehmen wir unser Knie, versuchen hiermit ebenfalls einen Acht, einen liegenden zu zeichnen. Einsteiger machen es klein. Wer möchte, hält sich fest. Und dann kann ich da natürlich jetzt von der Bewegung was? Größer werden. Unser Gleichgewicht schulen wir auch dabei. So, jetzt stoppen wir mal. Richtungswechsel. Hopsi, Richtungswechsel. Ja. Und wir kommen zur Mitte. So, anderes Bein. Auch da wieder gut verwurzeln. Klein beginnen. Klein. Und dann versuchen, größer zu werden. Ich sage es immer wieder dazu, wenn es wackelt, auch bei mir tut es das ganz normal. Und wir wissen ja, es ist nicht jeder Tag gleich. Ja? Hopsi. So, und auch da mal zu stoppen und die Richtung zu wechseln. Hoppala, schaut, ich komme ins Wanken da. Sehr gut. So, setzen wir ab. Jetzt geht es gleich weiter. Wir machen in die Richtung ein bisschen Cardio. Und zwar Kniehub. Wir ziehen nach oben. Aber Achtung, wir ziehen nach oben und gleichzeitig gehen unsere Arme auch mit. Ich kann ja Faust machen oder ich kann so halten, wie ich möchte. Einsteiger fangen da unten an. Fortgeschrittene höher. Und Profis. Zack, ziehen. Da, nach oben geht's, jawohl. Atmung fließen lassen. Sehr gut, gehen wir, komm. Jeder in seinem Tempo. Genau. Jawohl. Aufrechte Körperhaltung. Ziehen nach unten. Und geht's, komm. Dranbleiben. Atmung. Und noch, gehen wir, komm. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und wir bleiben beim Kniehub. Achtung. Nächster Schritt. 1, 2, 1, 2. Genau, da haben wir die schräge Bauchmuskulatur mit dabei. Geht schon. Und wir bleiben dran. Ja. Jawohl. Heizen wir uns gleich ein bisschen ein. Gell? Wird schon warm. Aber mir auch. Zah, also Einsteiger. Langsam. Zah. Ja, genau. Und dann, wer möchte, erhöht hier sein Tempo.
Und gehen wir, komm. Ja, bleiben wir da dran. Und wir haben noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Kurz einmal durchatmen. Ja, da hängt ja schon ein bisschen der Schlecker aus. Kann passieren. Alles gut. So, wir gehen gleich weiter über die Kräftigung. Unsere Kniebeuge. Klassiker. Ungefähr so schulterbreiter Stand. Jetzt gehen wir mit Gesäß nach unten. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Und schieben über dieses wieder nach oben. Einsteiger da, fortgeschrittene Profis, so gut es geht. Ja. Nabel zieht nach innen. Und jetzt schiebe ich hier nach oben. Sehr gut, geh mal, komm. Komm nach oben. Ja, Foto habe ich noch wieder bekommen. Vielleicht kann man das Foto kurz herzeigen. Ja? Und zwar hat es mir geschrieben, deine Übungen sind perfekt, ja, bei meinen Bandscheibenbedienungen, die ich habe. Rückenschmerzen bessern sich von Tag zu Tag. Ja, bitte bleib uns noch lange halten. Liebe Grüße, die Eva. Haben wir das Foto schon gezeigt? Ja. Ah, danke schön. Also, und wir bleiben noch dran. Und geht schon, komm her. Da dürfen die Schenkel ruhig brennen. Gleich einmal am Montagmorgen. Aber die Kraft aus den Oberschenkeln, die brauchen wir jeden Tag. Brauchen wir die jeden Tag. Und wir haben noch 5, 4, 3, 2 und 1. Knackig, gell? Kurz auslockern, durchatmen, stellen wir uns entspannt hin. Ja, so leichte Grätsche, schauen wir mal gut stehen. Jetzt geht es ins Koordinative, wir bleiben aber in der Dynamik. Das heißt, ein Arm geht nach vorne, der andere zur Seite. Kommen zur Mitte. Jetzt der Wechsel. Sieht sehr einfach aus. Aber es gibt auch welche, die sich damit richtig schwer tun. Also eins, zwei, ja. Deswegen ist es wichtig, auch hier immer wieder bei der Sache zu bleiben, bei der Übung. Das sind eure 20 Minuten. Die sind nur für euch. Ja. Okay, und dann kann ich da natürlich jetzt mitschwingen. Nehme meine Knie dazu. Vor, zurück. Jawohl. Ja. Da sind wir gleich richtig fit für den heutigen Tag. Vor. Und wir bleiben noch dran. Wir haben ein paar, haben wir noch gemeinsam. Komm. Und 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Okay. Geht's gut? Ja? Ich merke es auch bei mir, beim Atmen, Puls geht nach oben. Ist ja fein, oder? So, nächster Schritt. Und zwar, wir gehen in die leichte Grätsche. Jetzt gehen wir nach unten. Ich kann mich auch gerne hinten an der Wand irgendwo abstützen, wenn es mir zu kippelig ist. Ja? So, und jetzt mache ich Folgendes. Ja? Gewicht Richtung Fersen. Und jetzt zieht einmal der eine Arm nach oben und dann der andere. Ja. Aufpassen, nicht, dass es Bobschall so ausfällt, sondern wirklich Nabel zieht nach innen. Gewicht eher auf den Fersen. Und wie gesagt, wer möchte, lehnt sich irgendwo an, einen Kasten, eine Wand, einen Türstock, was auch immer. Und zieh dann nach oben. Zieh nach oben. Jawohl, dranbleiben. Bitte die Übungen so gut machen, wie es geht. Ja, gibt es irgendwelche Einschränkungen, Problemchen, dass du sagst, oh, das tut mir weh, das zwickt, das zwackt, dann bitte das abzuklären, ganz wichtig. Mit dem Arzt, der Ärztin, Therapeut,
Therapeutin. Zieh nach oben. Langsam. Jawohl. So. Nächster Schritt. Beide Arme. Zieh nach oben. Und auch wieder darauf achten, nach wie vor darauf achten. Nabel zieht nach innen. Wir haben das. 7, 5, 4, 3, 2 und 1. Ja, wer möchte, lockert kurz aus. Geht aber dann gleich wieder in die gleiche Position. So, Arme nach oben, Daumen schauen nach oben. Und jetzt ziehen wir praktisch nach hinten. Schulterblätter hinten zusammenziehen. Schieben nach vorne. Schulterblätter praktisch berühren sich. Schieben. Schieben. Jawohl. Übrigens, diese Woche am Freitag, da turnen wir live in Linz in der Plus City. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja. Wie immer 9:05 Uhr. Und wir haben noch 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. So, einmal kurz auslockern. Ja, durchatmen, ausschütteln, gehört auch dazu. Atmen, ganz wichtig. So, eine der Kräftigungen haben wir noch, und zwar unser Rad. Wir greifen unten hin auf 6 Uhr, haben oben die 12 Uhr Position und jetzt drehen wir dieses Rad in eine Richtung und drehen dieses Rad in die andere Richtung. Ja. Achten dabei aber darauf, dass der Nabel nach innen zieht. Ja. Nabel nach innen, Oberschenkel können wir anspannen. Arme sind angespannt, umso intensiver wird es. Drehen, genau, in eine und auch in die andere Richtung. Jawohl. Also achtet darauf, Oberschenkel, Arme, Bauchspannung ist da. Und jetzt kann ich natürlich bei jedem Mal mir vorstellen, es wird strenger. Das heißt, es geht schwerer. Ebenfalls, oftmals unterstützt. Unterstützt, unterschätzt. Und wir bleiben dran. Und wieder in die andere Richtung. Und geht schon, komm. Ja, dann machen wir es ein bisschen länger. Wir haben noch knappe Minute. Schaffen wir das noch? Wir drehen, bevor es in die Cooldown-Phase geht. Drehen wir. Und wieder in die andere Richtung. Gehen wir, komm. Ja. Ich weiß, jetzt ist es schon hart, aber da bleiben wir dran. Raus aus der Komfortzone, sage ich immer wieder. Und ihr werdet sehen, das Gefühl danach ist richtig cool. Aber Pausen sind erlaubt, haben wir gesagt. Und wir haben noch 5, 4, Achtung, jetzt sparen wir wirklich halt. Richtig anspannen, gehen wir. Körperspannung, Bauchspannung, Oberarme. Jetzt geht's richtig schwer. 4, 3, 2 und der letzte 1. Super, sehr stark. Durchatmen, wir kommen schon zur Cooldown-Phase. Und zwar greifen wir da ineinander. Jetzt gehen wir nach oben, strecken nach oben weg. Umstrecken. Lang machen, da wirklich Atmung fließen lassen. Einatmen und ein bisschen länger ausatmen. Ja, dann kann ich mal kurz auslockern. So, greife wieder ineinander. Jetzt gehen wir in eine Richtung, so seitlich. Zieh noch da. Lasst euch Zeit. Wir haben wirklich, das Schöne ist, bei 20 Minuten Turnen haben wir genügend Zeit für die Cooldown-Phase. Okay, ich weiß, manchmal ist ein bisschen knapp, aber heute wieder passt. Ziehen. Kommen zur Mitte. Lockern einmal aus. Natürlich greifen wir wieder ineinander. Und machen jetzt die andere Seite. Uff.
Atmung fließen lassen. Kommen zur Mitte, schütteln aus, einmal noch, Achtung, ja, und zwar greifen miteinander, und jetzt gehen wir so nach hinten, da so nach hinten gehen. Jawohl, genau so, da nach hinten, da sind wir schon in der Eins, da nach hinten gehen, Atmung, fließen lassen, und wir kommen zur Mitte und lockern aus. Tut gut, oder? Jetzt habt ihr ein gescheites Frühstück verdient, solltet ihr noch keins gehabt haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen, energiereichen, fantastischen Tag. Freue mich schon auf morgen wieder. Und wie immer heißt natürlich, trinken, trinken, trinken. Die Zelle, die muss schwimmen. Boom.